Hallo ihr Leseratten. Ja, hallo. Willkommen zum Lesemonat September 2017. Und ihr glaubt es nicht, es ist sogar noch September. Der 30. Ja, und morgen ist Sonntag, da gibt es keine Bücher. Deswegen können wir den schon drehen. Oh, nach monatelang hinterherhängen sind wir so aktuell, dass wir schon das Video im September fertig sind, um im September zu drehen. Aber im September kommst du nicht online. Das macht ja nichts, aber wir sind schon wieder auf dem aktuellen Stand. Im Ende des Jahres sind wir auf dem aktuellen Stand. Ist noch gar nicht, wir haben noch nicht mal Oktober. Aber fast. Ja. Wir haben ja noch vor kurzem noch im März und sowas gedreht. Ja. Ja. Na gut, fangen wir an. Es sind nicht so viele Bücher, also du brauchst doch kein Snack dabei haben oder nein, so. Nein, leg die Möhrchen wieder beiseite. Und zu den meisten Büchern gibt es sogar Rezensionen diesmal. Oh. Ja. Sabbelvideos. Ja, nein, nicht nur Videos. Nicht? Nee. Was gibt's denn noch? Na, Blogbeiträge. Blogbeiträge? Ja. Ich habe nicht alle per Video rezensiert. So. Ja. Ja, gut. Knallentoft und Luttemann. Die Fährte des Wolfes. Dazu gibt's eine Videorezension. Ja, aber ohne mich. Ja. Gott sei Dank. Da könnt ihr mich nicht konzentrieren bei sowas. Der skandinavische Thriller hat einen neuen Helden, Zack Harry. Ein cooler Mix aus Lisbeth Salander und Harry Holy. Schon wieder falsch. Warum denn jetzt? Harry Holy. Wie heißt denn ein Brot? Kennst du das Brot von Harry? Heißt das Harry Brot? Heißt das Harry Brot? Ah. Aber hier wissen wir ständig. Da weiß ich ja, wie es heißt. Woher wissen das? Weil es schon mal erwähnt wurde, wie es heißt. Im allerersten Buch von Harry Holy gesagt wird, wie es ausgesprochen wird. Wer hat denn das gesagt? Harry Holy selbst. Als wenn der das wüsste. Was? Doch, weil er ja selber immer so genannt wird. Und sich darüber ärgert, dass er immer falsch ausgesprochen wird. Ha! Harry Hole. Na eben nicht. Nur um ihn jetzt mal kurz zu ärgern. Ja, genau. Ja, Harry Holy. Vielleicht sollte er das mal ändern, dass man das irgendwie anders schreibt, damit es auch richtig ausspricht. Ja, wird doch alles geschrieben. Es gibt immer verschiedene Schreiben. Ja, du mach mal. Musik, Partyexzesse, Drogen. Nachts ist Zack Harry auf der Suche nach dem nächsten Kick. Tagsüber jagt er Verbrecher. Er ist das jüngste Mitglied einer Sondereinheit oder unberechenbarster Ermittler der Stadt. Als in einer Stockholmer Wohnung vier Frauen ermordet werden, begibt sich Zack mit seinem Team auf die Fährte des Killers. Ja. Hesses Buch ist der erste bei einer Reihe. Es gibt auch bis jetzt nur den ersten Band. Und hat von mir 4 Sterne bekommen. Oh. Wer mehr dazu wissen möchte, schaut sich immer mal die Rezension an. Ich verlinke natürlich alles in der Infobox. Toll. Dachte, es kommt mal was, aber nein. Guckt euch die anderen Videos genau an. Genau! Klick. So, aber erst nach dem Video hier natürlich, logisch. Erstmal durchgucken hier und dann zum anderen Video. Ach so, naja. Gut. Und dann machen wir weiter, oder was? Ja. Bitte. Ah. Rafael Nadal. Das Vermächtnis der Familie Palmisano. Was? Palmisano. Aha. Ich meine Parmesan. Mandomi. Doch geriebenen Käse nennen, wäre einfacher gewesen. Oder? Ja. Ja. Das Käsebuch. Das was? 2 Familien, 2 Kriege, ein schrecklicher Fluch. 21 Tote an dem Ersten Weltkrieg gefallen. Das ist die traurige Bilanz der Familie Palmisano, die seitdem als verflucht gilt. Als die Witwe Donata Palmisano kurz nach Kriegsende einen Sohn zur Welt bringt, fasst sie einen folgeschweren Entschluss. Sie gibt der klingt hier wie Balsamico. Vitamine und Balsamico als Sohn ihrer Cousine aus, um ihn zu schützen. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ist Vitantonio ein kräftiger junger Mann, der in die Schlacht ziehen soll. Genau wie seine Vorfahren. Kann er sein Schicksal besiegen und den Fluch der Familie entrinnen? Denn erzähl mal. Ja, das Buch habe ich ja wieder von Bücher.de zum Rezensieren bekommen. Und ich dachte mir schon, oh nein, nicht schon wieder Italien, oh nein, nicht schon wieder Kriegszeit. Ja. Es war letztendlich nicht ganz so schlimm, wie ich es befürchtet hatte. Mhm. Also, ich habe es trotzdem mal parallel gelesen, weil ich dachte so, nee, das, ne? Sicher ist sicher.
Und ja, war okay, ist halt noch nicht ganz so meins. Aber ich habe festgestellt, dass viele Bücher.de das nicht so ihr Buch war. Und ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben. Eine Rezension dazu finden Sie auf meinem Blog. Ja, ne? Ja. Machen wir weiter? Ja. Machen wir weiter. Gut. Mit einem von 2 Highlights des Monats. Oh, das war ja wieder klar. Das war so klar. Hallo? Ja. Was soll das so schwer heißen? Hier, Olle Metzelkater, ne? Der Schnitzer. Chris Carter, Death Call. Er bringt den Tod. Oh, Olle Chris. Und wieder ein Jahr. Er findet dich. Immer. Überall. Tanja, ja. Tatsächlich, nicht Tanja. Nee. Tanja Caitlin bekommt einen Videoanruf von ihrer besten Freundin. Was sie sieht, ist ein Albtraum. Ihre Freundin ist gefesselt und geknebelt. Um sie zu retten, muss Tanja 2 Fragen richtig beantworten. Doch sie scheitert. Und ihre Freundin wird von ihren Augen brutal ermordet. Profiler Robert Hunter und sein Partner Garcia suchen einen Serienmörder, der seinen Opfern in den sozialen Medien auflauert. Er studiert ihre Fehler und nutzt sie für ein perfides Spiel. Und das hat gerade erst begonnen. Dazu ging heute erst die Videorezension online. Wuhu! Ja. Einfach nur genial. Einfach nur, wie soll ich dazu sagen? Es ist Chris Carter. Also ich meine, ne? Ja. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, gucke ich mir die Rezension dazu an. 5 Sterne, was soll ich da anders sagen? Ja, mal eben 5 Sterne, sonst haut sie nicht. Ja, der 4,5, der Mädchen hat mir gefehlt, aber ich weiß nicht was. Nee, das geht überhaupt nicht anders. Okay. Das ist einfach nur der Hammer. Das liest man, wenn man wirklich Zeit hat, ein Buch komplett durchzulesen, schafft man das Buch auf jeden Fall hintereinander weg. Echt, ohne Pause, ohne, weil du kannst dir aus der Hand nehmen. Und hat so ein Buch dann irgendwie so ein Ende und dann ist die Geschichte erstmal erledigt oder, oder wartet man gespannt auf das nächste? Jeder Fall ist halt abgeschlossen. Ach so? Ja. Also da bleiben dann keine Lücken und dann ist dann nicht so, wann kommt der nächste Band raus? Ich muss den jetzt unbedingt weiterlesen. Nee. Das ist ja immer ein Fall, den sie bearbeiten. Und dann, aber halt in dem Buch hat man Cliffhanger. Ich habe so eine Leserunde gelesen und wir hatten teilweise Tage gehabt, wo halt der Abschnitt des Tages mit einem Cliffhanger endete. Und wir dachten also, jetzt müssen wir das morgen warten. Das geht doch gar nicht. Und ja, dann wird der Cliffhanger auch dann, da kommt noch ein Szenenwechsel und dann kommt erst ein paar Kapitel später geht es mit dem Cliffhanger von vorhin weiter und und die Story an sich ist auch wieder der Hammer und die Auflösung ist da wäre ich nie drauf gekommen, nie! Ich hätte alle möglichen verdächtigt, alle möglichen Menschen um diesen Leuten darum herum habe ich verdächtigt, aber nicht den. Hm. Wirklich nicht. Okay. Ja. Ja. So. Was haben wir denn da? Ein E-Book. Danielle Page. Die Prophezeiung von Eis und Feuer. Der erste Band von Snow. So. Für alle, die von Romantasy mehr erwarten. Entschuldigung. Steht da. Ja. Verzeihung. Was ist da jetzt wieder verkehrt? Nee, ich denke nur gerade, was ich jetzt vielleicht zu sagen werde. Ach so, dachte jetzt ist wieder bei mir, weil nein, ich da was ausgesprochen habe. Nein. Die 3 mächtigsten Hexen des Landes erhielten zu deiner Geburt eine Prophezeiung. Snow, vergiss nicht, dass beide Elternteile dir Magie vererbt haben. Diese Magie lebt in dir. Eine starke Magie. Wahrscheinlich sogar die stärkste, die es in Algied jemals gegeben hat. Algied, ein Reich aus Eis und Schnee, ist Novares Zuhause. Hier soll sie ihre eigentliche Bestimmung annehmen und das Land aus den frostigen Ketten König Lastars befreien. Snow, jahrelang in der Menschenwelt festgehalten, fällt es schwer, ihren Auftrag und ihre magischen Fähigkeiten zu akzeptieren. Ja. Durch Jagger und Kai, die sich beide um sie bemühen, erfährt sie die Geheimnisse von Algied und seinen Bewohnern. Doch Snows Herz gehört eigentlich schon Bale, dem sie ihren Fluch verdankt und den sie jetzt verzweifelt sucht. Mhm. Oh, Bale, ich liebe dich! Aber eigentlich ist Kai und Jagger sind ja auch ganz toll. Na denn, Die weiß nicht, was sie will, die ist naiv, die Geschichte ist verwirrend.
Aber kurz, ich bin eine Rezension, die ich auf meinem Blog verfasst habe, und ich weiß, dass viele genau so gedacht haben, wie ich beim Rezensieren. Ich habe nämlich bei Rezensionen schon gesehen, die so, alles klar. Und ich habe zum ersten Mal auf einer Rezension, auf Lovely Books dazu einen Kommentar bekommen. Danke für deine Meinung. Ich sehe es genauso, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Und wie viele Sterne? 3. Doch so viel. Ja, gerade so 3. Echt? Dann machst du nicht 2,5, wenn es schlecht ist. Ja, die gerade so 3 ist. Ja, hat ein Teenager geschrieben oder was? Ich weiß nicht, wie alt die ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das. Oh. Trotziges kleines Mädchen. Trotziges, bockiges kleines Mädchen. Und naiv Dummchen. Ja. Also, weiß ich nicht. Also, Snow ist mir sowas von kreuz unsympathisch. Okay. Ja. Und noch ein paar andere Sachen, die mir aufgefallen sind. Oh, nee, ja, jetzt habe ich meine Rezension durch. Ja. Dann das einzige Buch, was ich nicht rezensieren werde. Nicht rezensieren? Nein, ich sag auch gleich warum. Chris Carden, todesnah. Ein entführtes Mädchen, ein Familienvater, der ahnt, weil der Täter wäre der Täter der Gender. So, nochmal. Bitte. Ist so lang die Inhalte. Ja, natürlich. Ich war schon, ja, wahrscheinlich schon. Ja, eben, den hatte ich ja schon mal von besser hingekriegt. Ja, ein bisschen. Ein entführtes Mädchen, ein Familienvater, der ahnt, wer der Täter sein könnte. Ein albtraumhaftes Geschehen, das er heraufbeschwört, als er der Spur folgt. So, ich werde das nicht rezensieren, weil es eben eine Kurzgeschichte ist. Und wenn ich es rezensieren würde, würde ich wahrscheinlich die ganze Geschichte verraten. Es war okay. Es war nicht so super spannend. Und zum Schluss war es noch ein bisschen verwirrend. Ich dachte so, oh nee, komm, lass das bitte nicht jetzt so enden. Dann kam aber noch ein bisschen was. Dann wurde es wieder ein bisschen okay, alles klar. War ein bisschen offenes Ende. Mhm. Und man denkt so, wie geht's jetzt weiter? Hätte also noch weitergehen können. Ja. Ging es aber leider nicht. Ja, hat von mir 3,5 Sterne bekommen. 3,5? Ne? Ja, wenn es anders geendet hätte, dann hätte es auch 3 bekommen. Dann wäre so, gutes Mittelmaß, was auch immer. So, dann das zweite Highlight des Monats. Und das letzte für heute. Ja, das letzte Buch für Veronica heute. Veronica Henry. Liebe zwischen den Zeilen. Diane. Ich liebe dich, Roman. Guck mal, steht da. Ja, dann mach mal weiter. Da jetzt. Guck doch mal. Mach, ja, mach, liebt Roman. Ja, da, mach einfach. Da, guckt euch nochmal an. Da, also, da unten steht's. Guckt euch das genau an. Die Fußmatte, da steht Diana. Bisschen drüber an der Tür ist ein Herz. Und da drüber ist ihr Lover, Roman. Diana love Roman. So. Damit es umgekehrt ist. Roman love Diana. Wie auch immer. Die lieben sich anscheinend beide. Bücher sind nur dicke Briefe an Freunde. Sean Paul. Die kleine Buchhandlung Nightingale Books hat Emilia von ihrem geliebten Vater übernommen. Im Herzen des verschlafenen Städtchen Peacebrook ist sie eine Begegnungsstätte für die unterschiedlichsten Menschen mit ihrem Kummer und ihren Träumen. Doch Julius Nightingale war ein großer Buchliebhaber und kein Buchhalter. Der Laden steht kurz vor dem Ruin. Emilia bleibt nur wenige Monate, um diesen besonderen Ort vor einem Großinvestor zu retten. Denn nicht nur sie findet ihre hier Freundschaft und Liebe. Das Buch habe ich gestern schnell zu Ende gelesen. Okay. Weil ich unbedingt an diesem Monat beendet haben wollte. Und ich werde nachher auch eine Rezension dazu drehen. Nur so viel, es ist kein Liebesroman im klassischen Sinne, wie man vielleicht denken könnte. Ich würde das Buch als komplette Buchhandlung bezeichnen. Warum, wieso, weshalb erfahrt ihr meine Rezension? Guckt sie euch am besten an. Wenn ihr Bücher mögt, wenn es um Bücher geht, schaut euch auf jeden Fall die Rezension an. Dann haben wir 5 Sterne. 5 Sterne! Oh, da war eine Menge dabei. Na, eben oder? Nicht so, wie ich nehme. Nicht? Also, kann man nicht so über einen Kamm scheren mit irgendwelchen anderen Büchern. Überhaupt nicht. Okay. Das ist so ein ganz besonderes Buch. Weil, wenn eine Menge dabei ist, dann magst du es eigentlich nicht so. Nee, war eigentlich. Du magst es lieber so hart und dreckig, so Chris Carter, ne? So für Liebeschnulzen und Romane bist du eigentlich gar nicht so. Ja, aber das war wirklich so ein, weiß ich nicht, das ist halt nicht nur eine Geschichte, das sind viele, viele, viele Geschichten vereint in einem einzigen Buch. Ich sag ja, das Buch, das Buch ist eine Buchhandlung mit vielen Geschichten drin. Das Buch der Bücher. Ja, so ist einfach nur schön. Leute? Wie gesagt, mehr als für meine Rezension. Ja. Dann haben wir's, oder? Dann haben wir's. Wir haben September fertig. Yay! Yay! Lass uns Dezember drehen! Das geht noch nicht. Achso, wir haben erst September. Ja, ne? Das klappt noch nicht so na wirklich. Gut, dann müssen wir noch warten. Ja. Ah, Dezember wird knapp drin. Nicht so viel Zeit. Dezember wird knapp mit drehen, nicht so viel Zeit? Ja,
Überleg mal, Dezember alles anliegt. Aber wir würden jetzt sowieso erst im Januar drehen. Was für Festival? Oder am 31. drehen. Am 31. geht's noch, oder? Oder am 1. war eh da frei. Lieg ich betrunken auf dem Sofa. Was soll ich denn da noch vorlesen? Wer versteht doch kein Mensch, ihr Sabbel. Ja, Säckchen! Prost! Prost, naja! Schlückchen! Nein, mal gucken. Ist ja noch mal Na gut, dann war es das mit den ganzen Lesungen vorerst. Jetzt wird eine Lücke entstehen, denke ich mal. Oh, muss da dazwischen einfügen? Ja, nicht so groß nehmen. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bis dann. Bye. Bis bald. So, danke.